die erkennen müssen, dass es eben viel sinnvoller ist, vielleicht auch diesen qualitativen Markt für sich neu zu definieren, neu zu entdecken und sich möglichst auch Kunden zu suchen, die das zu würdigen wissen und die das auch bezahlen wollen und eben zu erkennen, besser und teurer werden kann sehr wohl eine gute Grundbedingung sein, die Jobs dann auch attraktiver zu machen. Aber wir können nicht auf der einen Seite sagen, wir haben den faulen Wachmann an der einen Stelle, der ein Image repräsentiert, den wahrscheinlich ein Großteil der Bevölkerung vor Augen hat. Und wir haben auf der anderen Seite, wenn wir zu Problemen kommen, immer die Superhelden der Sicherheitsbranche, die Weihnachtsmärkte vor Terroranschlägen, Botschaften vor fremden Nachrichtendiensten schützen können oder den polizeilichen Objektschutz ersetzen können. Also diese Divergenz müssen wir uns als Gesellschaft uns ganz klar machen, was ist uns Sicherheit wert. Würde ich unter dem Argument zu schauen, wo kommen wir her und wo bewegen wir uns im Rahmen dieser Branche, tatsächlich aus meiner persönlichen Sicht für eine Meisterpflicht plädieren oder einem höheren Abschluss. Auch dort einfach die Vergleiche zu ziehen, dass wir schauen, wenn wir in den Handwerksberufen in bestimmten Bereichen eine Meisterpflicht haben, wo wir dann auch wieder darüber reden, was ist denn das Risiko, was ein Orgelbauer am Ende des Tages für die Gesellschaft vielleicht trägt, dann müssen wir uns die Frage auch hier wieder stellen, abgeleitet von der Frage der Sicherheit, was verlangen wir eigentlich an Qualifikation im Sinne derjenigen, die am Ende des Tages Eigentum und Leben von Dritten beschützen sollen. Die Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. Ganz kurz, bevor wir zu dem Thema, weil das ist, glaube ich, eine sehr, 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 sehr wichtige Frage. Wer bildet eigentlich die aus, die nachher diese Schulungsmaßnahme erhalten sollen? Würde ich mal ganz kurz nur mal in der Runde abfragen, weil das zumindest ein, glaube ich, wichtiger Punkt des BDSW ist, interne und externe Sicherheitsdienstleistungen. Seid ihr dafür, interne Dienstleistungen, die eigenen Werkschutz beispielsweise in dieses Thema mit aufzunehmen? Oder sagt ihr, das ist wirklich das, worüber wir heute im Kern ja auch reden, mit der Bewachung Dritter? Also ich bin dafür. Es geht ja um die Gleichbehandlung der, nennen wir sie jetzt mal, In-House-Security, ne? Also Werkschutzbetriebe, also Großkonzerne, die sich ja oftmals durch einen eigenen Werkschutz zum Beispiel bewachen. So was gibt es ja. Oder vielleicht Einzelhandelsgeschäfte, die ihren Doorman selber einstellen in irgendeiner Form. Ich denke ja, weil die Verantwortung dieser Tätigkeit selber ist ja keine andere. Also die Aufgabe ist keine andere. Diese Menschen, die dann eben auch Sicherheitsaufgaben erfüllen, die haben ja die gleichen Anforderungen zu erfüllen. Also die müssen in die Rechte anderer im schlimmsten Fall eingreifen. Die müssen wissen, okay, wann darf ich jemanden festhalten gegen seinen Willen? Hat sich jemand strafbar gemacht? Wie gehe ich mit Menschen um? Wie deeskaliere ich eine brisante Situation und so weiter? Also von der Anforderung her gedacht, bin ich klar dafür. Halte das aber auch nicht wirklich für umsetzbar. Also da bin ich auch wieder hin und her gerissen, weil ich sage, es ist nicht wirklich realistisch. Wir sprechen ja immer über Gewerbe und es bleibt ja auch ein Gewerbe, wie wir an dem Arbeitstitel, auch wenn es noch ein Arbeitstitel ist, aber das Sicherheitsgewerbegesetz sehen, wird das weiterhin ein Gewerbe bleiben. Und da frage ich mich, wie will man jetzt bei einem Großunternehmen oder bei einem Konzern in irgendeiner Form dort das regeln, dass die dann diesem Sicherheitsgewerbegesetz unterliegen? Da bin ich sehr gespannt. Florian, deine Meinung? Also ich kann mich der Argumente auch jetzt nicht erwehren, ja, obwohl ich es auch, wir hatten schon mal drüber gesprochen, du musst mich korrigieren, ich glaube, du hattest eine andere Meinung. aber ist ja schön, wenn wir auch mal nicht einig sind hier in dieser Situation. Das ist sehr gut, sogar. Nein, aber das ist sogar sehr gut, wir können voneinander lernen. Genau, natürlich. Aber ich kann mich an die Argumente jetzt leider nicht mehr erinnern. Dann kann ich es ja mal vorbringen. Machst du das mal. Aber ich würde eigentlich jetzt ganz kurz keiner eher zustimmen. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, das ist nicht das größte Problem über den hauseigenen Werkschutz, das wir in diesem Kontext haben. Ich würde fast behaupten, dass der hauseigene Werkschutz zumindest von den großen Unternehmen
deutlich besser qualifiziert ist im Durchschnitt als der durchschnittliche Sicherheitsmitarbeiter. Wäre eine These, kann ich nicht belegen, aber wenn ich jetzt so an die großen denke, in Wolfsburg denke, Porsche AG, das sind Unternehmen, wo du auch regelmäßig mitbekommst, dass die auch Auszubildende suchen und das offensichtlich ganz in ihre Struktur implementiert haben. Das kann ich bestätigen. Ich möchte das nur ganz kurz sagen, weil ich da relativ viele Kontakte habe und das tatsächlich so ist, dass sich das anders regelt, weil man die Corporate Security oftmals hat und dann aus dieser Verantwortung heraus irgendjemand da sitzt, der sagt, Mensch, wir haben ja sogar die einfachsten Anforderungen da draußen an private Sicherheitskräfte und für uns müssen natürlich auch ähnliche Anforderungen gelten und man das freiwillig macht. Also ich kenne quasi fast kein Unternehmen und das gilt für Verkehrsbetriebe bis hin zu Fahrscheinprüfern, die ja eigentlich wirklich eigentlich keine Bewacher sind, wo man dann sagt, nee, wir haben als Verkehrsbetrieb, und zwar sehr große Verkehrsbetriebe, für Berlin kann ich nicht sprechen, aber andere Verkehrsbetriebe kenne ich. Berlin ist ja immer speziell, aber andere Verkehrsbetriebe bundesweit kenne ich mehrere, die eben bis hin zu den Fahrscheinprüfern, also für das Servicepersonal, für das sogenannte oder Sicherheits- und Servicekräfte, die werden ja auch unterschiedlich genannt, sowieso, aber bis hin zu den Fahrscheinprüfern selber quasi eine Sachkundeprüfungspflicht eingeführt haben, weil sie gesagt haben, okay, wir wollen ja auch, dass diese Leute die gerade eben genannten Anforderungen erfüllen. Und ich glaube, das gilt auch für viele Werkschutzbetriebe. Also wo man dann einfach gesagt hat, klar, unser Objektleiter hier oder der hier die Einsatzleitung, Personaleinsatzplanung macht, der muss dann Meister irgendwann machen für Schutz und Sicherheit beispielsweise. Und da stimme ich dir zu. Also in Bezug auf die Notwendigkeit, die lässt sich tatsächlich diskutieren. Das ist aber letztendlich kein schlagendes Argument an dieser Stelle, weil du sicherlich auch andere Unternehmen hast, die da sind. Was mein Hauptargument ist, dass wir ja aus meiner Sicht über die Jedermann-Rechte reden. Und wenn wir über die Jedermann-Rechte reden und es gab zumindest zu Anfang, weiß ich, so eine Diskussion, sollte es nicht mit dem damals Sicherheitsdienstleistungsgesetz, das waren in Teilen vielleicht auch Forderungen aus der Wirtschaft gewesen, und zwar jetzt nicht vom BDSW, sondern von Auftraggeberseite, gab es so die ein oder andere Projektgruppe, die gesagt hat, naja, sollten wir nicht vielleicht die Rechte ausweiten, die so ein Sicherheitsmitarbeiter haben kann. Ganz klassisch, ich habe es mitbekommen aus dem Kontext Fahrkartenprüfdienst, einfach aus dieser Diskussion heraus, der nimmt den mit raus auf den Bahnhof, steht irgendwo in Buxtehude in der Weide, der will sich nicht ausweisen und wartet dann mal 45 Minuten auf Bundes- oder Landespolizei, bis dann mal irgendjemand der Meinung ist, vorbeizukommen und in dem Moment fällt ihm ein, dass er doch den Ausweis dabei hat und eine Stunde Zeit vergeudet, die du niemandem in Rechnung stellen kannst. Was ich aber sehe, ist, wo wollen wir da die Grenze ziehen? Ich glaube, dieses Thema Werkschutz ist eine ganz klassische wirtschaftliche Forderung, die Florian auch schon eingangs so ein bisschen angedeutet hatte an der Stelle. Klar, das könnte ein weiteres Geschäftsfeld sein, weil diese Unternehmen sich sehr wohl überlegen werden, wenn sie jetzt plötzlich ein Sicherheitsgewerbe gründen müssen und das nicht mehr angekoppelt an die Corporate Security oder an einen internen Dienstleister, dann wird das da sehr schnell eine Kostendiskussion werden, die in der Regel für das Outsourcing dann nachher am Ende des Tages spricht. Frage wäre in Klammern, aber das habe ich bei so vielen Stellen, wer soll es denn machen bei der Personalsituation, die wir heute haben? Aber Haken, Klammer wieder zu an dieser Stelle. Das ist relativ einfach. Wir haben den Werkschutz und der schützt das Werk. Ich habe deshalb vorhin die Jedermann-Rechte ins Spiel gebracht, weil ich habe ja auch den klassischen Einzelhändler, nehmen wir jetzt mal, die Verkäuferin, die in dieser kleinen Boutique steht, der am Ende des Tages von ihrem Chef genauso gesagt wird, pass auf, das ist das Hausrecht, das sind unsere Regeln, sorg bitte dafür, dass hier bestimmtes Klientel diesen Laden nicht betritt, achte darauf auf Diebstahlprävention. Wenn du es dir zutraust, dann sprich diese Person an, versuch sie festzuhalten, informier die Polizei. Und dann wären wir ganz plötzlich in einer Fragestellung, die da lautet, was unterscheidet das jetzt eigentlich an dieser Stelle? Außer, dass wir in genau dieser aktiven Obhutstätigkeit-Diskussion wieder werden, Nebentätigkeit, Haupttätigkeit.
Von dem Werkschützer, der für sein eigenes Unternehmen an der Pforte sitzt und sagt, du kommst rein, du kommst nicht rein. Und wenn der Mitarbeiter ein Kilo Buntmetall mitnimmt, zu sagen, du, das lässt du mal ganz schön hier. Also von daher, für mich wäre eigentlich das Hauptargument, diese Abgrenzung zu machen, wenn wir keine neuen Möglichkeiten, Eingriffsrechte, Befugnisrechte oder ähnliches hätten, wo man ganz klar sagen kann, willst du das tun, dann musst du aber eben unter dieses Gewerbe fallen. Also ich kann dem nur zustimmen, also an der Stelle zumindest, weil ich sag mal, wenn wir über diese Ausnahmerechte, ich nenne die gerne Ausnahmerechte, weil eben nur in Ausnahmesituationen private Sicherheitskräfte bestimmte Dinge dürfen, in die Rechte anderer Bürger eingreifen dürfen. Und natürlich, in vielen Fällen dürfen das andere Bürger ja auch. Ja, also nehmen wir vielleicht mal so spezielle rechtliche Funktionen, wie wenn man Besitzdiener ist oder das Hausrecht vertritt oder so mal aus. Aber grundsätzlich ist es eben so, dass ich habe ja diese ganze Diskussion verfolgt mit dem Sicherheitsdienstleistungsgesetz, wie man es am Anfang noch genannt hat, und auch mit diesem misslichen Versuch, dann in irgendeiner Form zu kommunizieren, zu sagen, naja, wir tragen ja auch zur Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik Deutschland bei, und in irgendeiner Form muss man vielleicht hier auch über teilhoheitliche Aufgaben zumindest nachdenken. Dieser Meinung bin ich überhaupt gar nicht. Also weil wir ja das Problem haben in der Branche, dass die allermeisten Sicherheitskräfte nicht mal professionell mit den Ausnahmerechten umgehen können. Und genau das ist erstmal die Grundlage, über die wir diskutieren sollten. Aber grundsätzlich stimme ich dir natürlich zu. Also es ist eben so, man muss sich fragen, was ist dann eigentlich der Unterschied, ne? Also von so einem Inhouse-Werkschutz zu jemandem, der in einer ganz anderen Branche arbeitet und dann vielleicht auch mal in diese Situation kommt, dann die Ausnahmerechte anwenden zu müssen, natürlich. Aber der Werkschutz hat nun mal die klassische Funktion, eben Schutz und Sicherheit im Betrieb, eben für Schutz und Sicherheit im Betrieb zu sorgen. Insofern würde ich sagen, ja, grundsätzlich von den Anforderungen her betrachtet, sollten diese Mitarbeitenden auch eines anderen Gewerbes durchaus dann eben diesen Kriterien unterliegen. Aber ich glaube, das ist wirklich nur ein ganz kleiner Nebenkriegsschauplatz, der auch gar keine Problematiken mit sich bringt, weil man ja ganz andere Verantwortliche hat, die da ganz anders drauf gucken. Das ist einfach so. Ja. Florian, du hattest vorhin eine Frage gestartet gehabt. Naja, also weil wir zu dem Punkt kamen, Verantwortung der Unternehmen, ne? Und wir auch festgestellt haben, das ist nicht so einfach, wenn überhaupt machbar, da irgendwie mehr Auflagen, mehr rechtliche Grundlagen zu schaffen. Ne? So. Und dann war ja der Hinweis von Kai, naja, Verantwortung der Unternehmen und die jetzige Generation, sage ich mal, ne, der Leute, die also diese Debatten mitbekommen, die vielleicht ein besseres Problembewusstsein mitbekommen, das wäre doch schon mal, sagen wir mal, ein guter Weg, oder wäre jetzt auch schon mal würde, sagen wir mal, die Hoffnung steigern, dass die Leute sich vielleicht da auch ein bisschen anders verhalten, so, ne, ein bisschen mehr darauf achten, dass sie Qualität anbieten. Wie will man das machen? Also ich habe immer noch so das Gefühl, natürlich, wir haben jetzt ja die Sachkundeprüfung auch, ja, für die Unternehmer, wir haben die Studiengänge, die Ausbildungen und so weiter. Wir wissen aber, dass das gar nicht so sehr abgefragt wird, wie man sich das vielleicht ursprünglich mal vorgestellt hat. Ne? Es gibt wenig Leute, die jetzt die Fachkraftausbildung haben, die ja vielleicht in ihrer Karriere mal dazu dann irgendwie befähigt wären, ein Unternehmen zu führen. Und die Leute, die ich jetzt aus dem Studium kenne, ne, also die Sicherheitsmanagement studieren, dann was, die wenigsten wollen in die private Sicherheit gehen. Ja. Ne? Die machen Corporate Security in den allermeisten Fällen. So, also wie könnte man es schaffen, mehr Leute dazu zu bringen, diesen Weg zu gehen, also von vornherein? Also, ne, wenn man so will, nicht als Quereinsteiger dann Sicherheitsunternehmer zu werden, sondern das ein klares Berufsziel zu haben und das auch dann wirklich tun zu wollen mit den Ansprüchen, die wir jetzt gerade so formuliert haben.
Ich kann es relativ kurz machen. Ich glaube, das sind Ja. zwei wesentliche Gründe. Nämlich der erste Grund ist, es muss sich lohnen. Und da rede ich im ersten Punkt aus meiner Sicht über die Bezahlung. Solange wir, ich weiß es nicht, wie es bei euch ist, Kai, aber ich weiß, im Tarifvertrag Berlin-Brandenburg steht drin, Qualifizierung wird nur bezahlt, wenn der Auftraggeber Ja, genau. es Das ist der Trick quasi. fordert. Genau. Ja. Genau. Übrigens, da an der Stelle Ja. muss man ja auch mal sagen, es gibt ja noch einen anderen, ganz anderen Akteur, über den wir heute ja wahrscheinlich sehr wenig sprechen. Das ist nämlich, das sind Tarifvertragsparteien. So, und denen kommt eben auch eine Verantwortung zu. Und da möchte ich jetzt gar nicht mich auf die eine oder andere Seite schlagen. Da bin ich auch manchmal ein bisschen zwiegespalten, aber grundsätzlich ist es eben so, solche Dinge dürfen da eigentlich so nicht drinstehen. Das ist in Nordrhein-Westfalen ganz genauso. Also das heißt, man wird nur als Fachkraft für Schutz und Sicherheit bezahlt und da liegt die Fachkraft in Nordrhein-Westfalen ja schon bei rund 18 Euro, also schon auch noch mal so ein Stück mehr als wie der Mindestlohn, der bei 13 Euro im Moment liegt. Also schon was Spürbares vom Lohn her. Und dann steht aber dieser Passus eben dabei, nur wenn vom Auftraggeber gefordert. Und das ist natürlich für die Menschen, die dann diese Ausbildung machen und dann vielleicht in einem Betrieb sind, der ihnen nicht die Wahrheit sagt und die dann eben nach dieser Ausbildung einen Standardarbeitsplatz angeboten bekommen und dann denken, ach, das hätte ich ja auch mit einer Woche IHK-Unterrichtung eigentlich haben können, diesen Job. Das ist kein neuer Gedanke, das ist kein neues Problem. Ja. Das gilt übrigens auch für die Führungskräfte, würde ich jetzt in den Raum stellen. Die Einstiegsgehälter zwischen privatem Sicherheitsgewerbe, was sicherlich auch eine Tradition hat, was auch nachvollziehbar ist und in einer Unternehmenssicherheit ist da. Wobei ich glaube, in der Unternehmenssicherheit, also wenn ich zurückdenke, 2010, 2013, in dem Zeitraum, wo es für mich Stellenausschreibungen besonders interessant waren, da hat man das Studium noch überhaupt gar nicht gefordert. Da wollte man Bundeswehrsoldaten, Ex-Polizisten, ähnliches haben. Heute hat sich das schon verändert. Der zweite Punkt, und da muss ich jetzt mal gucken, dass ich das vorsichtig formuliere, ist, ich glaube, das Sicherheitsgewerbe ist in den Studiengängen, und jetzt bleiben wir wirklich im Bereich des Studiums, nicht geil vertreten. Wenn ich dort erlebe, und das ist jetzt der vorsichtige Part, dass Professuren verteilt werden an Menschen, die vielleicht diese Begeisterung nicht wirklich übertragen können an eine junge Generation, die aus der Branche kommen, die Erfahrung mitbringen, mit denen man diskutieren kann, die aber einfach auch von sich aus diesen Input mitbringen, zu sagen, ja, es gibt die Konzernsicherheit, worauf übrigens der Großteil, also zumindest an der HWR zu meinen Zeiten, auf Konzernsicherheit geprägt war und das andere Thema Immer noch so. Sicherheitsdienstleister eher ja so nebenbei erwähnt wurde. Dann kann das an dieser Stelle auch gar nicht funktionieren. Und ich muss sagen, ohne dir jetzt Honig ums Maul schmieren zu wollen, aber genau das, was du gemacht hast, was ja jetzt auch leider eingestellt wurde, ich glaube, das ist der richtige Schritt, zu sagen, ich habe die Möglichkeit, in meinen Modulen mich hinzustellen und zu sagen, ich lade, wenn ich selber jetzt nicht der Unternehmer bin oder selber jetzt nicht derjenige bin, der aus einer Unternehmenssicherheit kommt, aber ich versuche, die unterschiedlichsten Bereiche einzuladen. Und da hole ich mir Leute rein, die für ihr Thema brennen, die für die Sache brennen, die wirklich auch Überzeugungsarbeit leisten können und eben für bestimmte Bereiche am Ende des Tages Werbung machen. Und ich meine, wenn du in BWL jemanden hast, der eben aus dem Controlling kommt, ja, dann verkaufst du halt dort das Controlling. Dann ist das so. Denn wir müssen uns nicht wundern, wenn ich eben im Studium tatsächlich nicht in allen, gar keine Frage, aber doch in den meisten Sicherheitsmanagement-Studiengängen Leute zu sitzen habe, die eben nicht aus der Praxis kommen. Wobei Praxis möchte ich gerne an dieser Stelle nochmal ganz kurz in Anführungsstrichen setzen, weil da muss man schon aufgucken. Nur den Praktiker zu haben, dann wäre die Frage, was unterscheidet nachher das Studium von der Fachkraft für Schutz- und Sicherheitsausbildung? Stimmt. Ich brauche schon den theoretischen Part, aber ich glaube, ich kriege das ganz gut verknüpft, wenn ich mir die richtigen Leute reinhole. Und da sind wir einfach im gesamten Marketing, außer vielleicht jetzt im Sicherheitsgewerbegesetz, ist diese Branche einfach eine Katastrophe. Katastrophe, ja, wirklich. Also zum Studium ganz kurz. Ich kenne jetzt natürlich hier nur Berlin, ne, nicht die anderen Studiengänge anderswo. Aber ihr kennt ja noch andere.
Ja, das ist tatsächlich ein Manko. Das hat aber auch viel, glaube ich, mit der Konstruktion der Fachhochschulen grundsätzlich auch zu tun. Nicht nur mit dem Thema Sicherheitsgewerbe. Weil da sozusagen viel auf dem Papier steht, was einfach wirklich nicht Realität ist. Oder was man auch gar nicht hinkriegt. Ne? So die eierlegende Wollmilchsau, die man da haben will, die man dann aber auch nicht bekommt als Lehrkraft. Das hat aber auch damit zu tun, dass das alles noch gar nicht. Also dafür zu dem Zweck, dass sich so etwas etabliert, ne, dass bestimmte Lerninhalte ganz selbstverständlich von bestimmten Leuten gemacht werden, die auch da sind, die verfügbar sind, dafür ist die Branche gewissermaßen zu jung. Ja, also im Ja, ist Sinne von, richtig. seitdem Das sie stimmt. akademisiert wurde, so rum. Ja, der allererste Studiengang, glaube ich, der Sicherheitswirt, ne, in Kiel-Altenholz. Glaube ich, Genau, seit den richtig. 90er Jahren. Und das ist noch gar nicht so lange, Ja, ehrlich aber gesagt. ich Also, würde das dir ist da nicht so lange widersprechen. für, sozusagen, ganz kurz, für die, also diese Leute müssen ja selber auch erstmal ausgebildet werden und ihre akademische Karriere machen, ne? Oder so. Oder die Leute, das Grundproblem, bringt man Unternehmen mal dazu, an die Fachhochschule zu kommen, ja, und das nicht nur einmal. Ja, oder vielleicht sogar irgendwann zu sagen, okay, jetzt werde ich mal Fachhochschullehrer, wenn er denn dann die akademischen Voraussetzungen hat. Ja, Kai hat in einer seiner Videos mal, wo er die ganze Pyramide vorstellt, gesagt, ja, da oben gibt es dann noch so die Sicherheitsmanager und man könnte es auch noch probieren, aber ich kenne da eigentlich keinen. So ist es immer noch nicht. Aber irgendwann. Auf jeden Fall, irgendwann. Also, Ich will dir. letzter Satz, Florian. Bei uns wird ja zum Beispiel jetzt darüber stark diskutiert, dass die Fachhochschule, also die HWR jetzt, die Hochschule in Berlin, auch das Promotionsrecht bekommen. Wenn die da mal das Promotionsrecht bekommen sollten, dann hat man auch Leute, die jetzt zum Beispiel Sicherheitsmanagement mit Fokus auf private Sicherheit das machen können. Dann hätte ich die Ja, nicht so Frage, wo ist deren Einsatzbereich, gewerbesteigermäßig, dass die aber Politikwissenschaft kommen. Ne? was machen die dann später damit? Vielleicht ist das dann, aber vielleicht gibt es da auch Perspektive. Ich will gar nicht zu stark in dieses Thema gehen, weil ich eigentlich vorhin eine zweite Meinung, eine zweite Frage von dir viel interessanter fand, nämlich wer ist der Dozent in der privaten Ausbildung? Aber nur mal ganz kurz auf das Thema, was wir gerade eben noch mal hatten, einzugehen und da eben auch schaffe ich mal vorneweg die notwendige Transparenz. Ich habe einen Lehrauftrag an der Diplomhochschule und ich glaube, wir müssen Studium und Lehre heute, vor allem auch in Zeiten von KI, ganz anders uns vorstellen. Und die haben aus meiner Sicht dort eine Lösung gefunden, nämlich dadurch, dass sie sagen, wir haben die Theorie, die praktisch über Studienhefte, über Professoren, Doktoranden oder Doktoren gelehrt wird. Und wir haben Und wir leisten uns das, es ist aber auch der Vorteil einer privaten Hochschule, wir leisten uns das aus den Studiengebühren heraus, dass wir Samstagskurse anbieten mit Experten, die in diesen Themen heraus da die Praxis vermitteln können. Also Thema Einsatzgestaltung, wo wir dann in drei Modulen über oder in drei Kursen über Sicherheitskonzepte, Lagebeurteilung, Personalplanung oder sowas reden wollen. Und ich glaube, das ist ein Thema, was mit Kosten verbunden ist, aber wo ein grundsätzliches Umdenken auch gefordert werden muss. Aber Umdenken ist vielleicht auch das richtige Stichwort, auch in Anbetracht vielleicht der Zeit. Wer sollte denn zukünftig, wenn wir jetzt sagen, wir wollen mehr Qualität, wir wollen nach vorne gehen, wir wollen regelmäßige Qualifizierung, wir wollen regelmäßige Ausbildung haben, wer sollte denn der Dozent, die Dozentin an dieser Stelle sein? Welche Anforderungen sollten wir denn für zumindest das Sicherheitsgewerbe da stellen? Und das würde ich einfach jetzt mal in den Raum stellen, ohne zunächst meine Meinung damit zu teilen, weil ich ein bisschen zwiegespalten bin an der Stelle. Kai, vielleicht. Ja, ich bin auch zwiegespalten. Auf der einen Seite habe ich mich ja vorhin schon ausgesprochen dafür, dass man die Zuständigkeit zumindest der Industrie- und Handelskammern, wenn es um Zugangsvoraussetzungen geht, die es in irgendeiner Form ja auch weiterhin geben wird, wie auch immer man sie nennen mag, die Unterrichtung, die wir jetzt haben, die Sachkundeprüfung. Und da haben wir eben die Zuständigkeit der Industrie- und Handelskammern. Da habe ich aber auch eben praktische Erfahrungen mitgemacht und muss auch sagen, dass dort eben
das Wie oftmals nicht dem entspricht, was man eigentlich ja, sich erhoffen sollte oder was man auch erwarten möchte. Und das wird natürlich bei den 60, ich glaube, es sind ungefähr 60 Industrie- und Handelskammern, die jetzt diese Unterrichtungsverfahren durchführen in Deutschland, auch sehr unterschiedlich gehandhabt. Da ist jede IHK eine Welt für sich. Das ist einfach so, auch bei der Auswahl der Dozenten, auch bei der Auswahl der Prüfer kenne ich das. Und dann hängt das eben von dem Sachbearbeiter bei der IHK ab oder von dem zuständigen Ressort, wie hoch dann eben diese Qualifikation, die Eignung des Dozenten, der Dozentin dann aufgehängt wird. Und da habe ich auch sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, von sehr, sehr negativ bis sehr, sehr positiv. Insofern bringt mich das auch zu so einer Zwiegespaltenheit, weil natürlich auch da haben wir einen Markt. Also der Markt der Bildungsträger wird ja nicht immer so wirklich beachtet, aber wir haben einen sehr großen Markt an Bildungsträgern, die ja im Grunde genommen an dem Sicherheitsgewerbe hängen, die nicht das Sicherheitsgewerbe darstellen, aber die mindestens rekrutieren für das Sicherheitsgewerbe mehr oder weniger gut und dort eben auch Menschen beschäftigen, die diese zukünftigen Sicherheitskräfte ausbilden sollen. Und wo ich ganz viele Erfahrungen gemacht habe, dass dort Menschen eben Dozenten sind, die das weder können noch machen sollten. Das ist schon ein bisschen wild. Ne? Also es ist so, da kommen wir Richtung Wild West, weil da eben nur als einfaches Beispiel, das wird jetzt auch für euch vielleicht nichts ganz Neues sein, aber jemand, der dann die Sachkundeprüfung ganz gut bestanden hat, wie auch immer man die gut bestehen kann, weil die kann man ja nur bestehen oder nicht bestehen, aber dann hieß es ja, der hat das ganz gut gemacht und der konnte auch ganz gut reden. Also haben wir den einfach gefragt, ob der eben jetzt zukünftig Dozent wird, weil wir brauchen ja unbedingt einen, weil da gibt es ja auch nicht so wirklich viel Geld, also nicht viel mehr als in der Branche selbst. Und dann hat er gesagt, ja, für 3 Euro mehr kann ich auch Dozent werden. Und statt dass ich das bewache, werde ich jetzt Dozent. Und dann ist er eben Dozent, ohne eine weitere Qualifikation. Da haben wir natürlich so Sachen, die vorgegeben sind. Ne? Wir kennen alle diese ADA-Prüfung, die AEVO-Prüfung und so weiter. Aber das ist ja auch keine echte Qualifikation. Also das ist schön, dass es die gibt und dass man die auch mitbringen soll. Aber wer die gemacht hat, ich habe die auch mal vor Urzeiten gemacht, der weiß eigentlich, das ist etwas, das ist auch nicht viel höherwertig wie die Sachkundeprüfung selbst und befähigt einen jedenfalls noch nicht, Dozent zu sein. Aber da haben wir eben auch einen freien Markt. Wir haben einen freien Markt der Bildungsträger, die unter bestimmten Voraussetzungen, dann sind wir auch schon wieder in der Diskussion über die AZAV oder andere Regularien, die es da so gibt und wie bekommt man diese eigentlich. Und also da kann man sich auch schnell verrennen. Also ich finde, die Zugangsvoraussetzungen müssen weiterhin in einer zentralen Hand bleiben. Aber natürlich würde ich mir wünschen, dass diese zentrale Hand, also als Dachgesellschaft der DIHK und dann die einzelnen Industrie- und Handelskammern, dass die natürlich auch bestimmte Vorgaben bekommen, die sie teilweise haben, und die sie eben ja so oder so eben auslegen. Also ich würde mir weiterhin wünschen, die IHK macht die Zugangsvoraussetzungen und die anderen Qualifikationen im Bereich der Fortbildung. Also das können spezielle Fortbildungen sein, so Standardsachen, Erste Hilfe, Brandschutzhelfer, Evakuierungshelfer, Eigensicherungsschulung, keine Ahnung, Selbstverteidigung, Deeskalation, Kommunikation, alles, was so dazugehören sollte. Das dürfen durchaus auch freie Bildungsträger machen und das muss man eben auch dem freien Markt dann irgendwo überlassen. Aber da müsste man doch erst recht nochmal darauf achten, dass deren Dozenten ja dann auch wirklich entsprechend qualifiziert sind. Ja. Ich meine, er soll Erste Hilfe beibringen oder Brandschutzhilfe, wenn er das... Gut, das darf nicht jeder. Genau, Erste Hilfe ist relativ einfach. Das darf nicht jeder, okay, macht auch nicht jeder gut. Also ich meine, da wissen wir alle, die großen Verbände, die das machen, die kennen wir alle. Aber da ist es noch relativ einfach. Aber bei anderen Themen, die ja überhaupt gar nicht geregelt sind, also der Dozent, also die Bezeichnung Dozent ist nicht geregelt. Ja, ja. Also jeder kann sich auch Dozent nennen. Und wenn man dann so in Themen geht, die ja auch nicht wirklich geregelt sind, also ich hatte ja gerade welche genannt, Eigensicherung, Deeskalation, Kommunikation, dann muss man sagen, ist da eben auch Wildwuchs, weil da kann gar keiner die Qualität wirklich prüfen. Das ist schon ein Problem. Ja. Also klar, natürlich gibt es Qualitätsmanagementsysteme, ich habe gerade genannt die AZAV oder andere Zertifizierungsmöglichkeiten, aber wer solche Zertifizierungen kennt, der weiß auch, das hat im Grunde genommen dann am Ende
mit demjenigen, der da steht, mit der Lehrkraft meistens ganz wenig zu tun. Ja. Ich fange mal mit mit meinen Bauchschmerzen an, und ein Thema hast du gerade genannt, wo ich dir ein bisschen widersprechen würde. Das wäre nämlich, ich würde sagen, damit wir konsistent in der Begründung auch von unserem Ansatz im Sicherheitsgewerbegesetz sind, müsste man auch bei den Schulungen, ich habe keine Ahnung, wie man das machen kann, aber eigentlich müsstest du auch bei den Schulungen sagen, die Maßnahmen, die du schulen müsstest, musst du eine Risikoanalyse unterziehen. Weil ich glaube, zu dem, du sagtest gerade eben, ne, so Selbstverteidigung, Eigensicherung und sowas, das regelt schon der Markt. Das hätte für mich aber auch schon wieder ein Thema, wo ich einen sehr, sehr großen Impact auf den Mitarbeiter und auch wieder auf Dritte hätte. Wenn ich da jemanden habe, einen Bildungsträger oder einen Trainer oder Dozent, der, und da gibt es auch genügend davon, der das mal unterrichtet, wo man selten davon die Erwartung haben kann, dass sein eigener Qualitätsanspruch derjenige ist, dass, wenn er dafür angefragt wird, sagt, ich habe keine Ahnung davon, sondern der sieht vielleicht auch, der ein oder andere sieht da vielleicht auch eher die Eurozeichen und macht dann irgendwas. Hat aber dann natürlich, wenn ich die Botschaft aus diesem Kurs heraus sende, dann eben auch die Auswirkung, dass ich vielleicht das subjektive Sicherheitsgefühl des einzelnen Mitarbeiters massiv beeinflusse, und zwar in einer Art und Weise, dass er sich selber und andere möglicherweise, und das wäre sicherlich ein Worst-Case-Szenario, aber möglicherweise sich und andere in Gefahr bringt. Bei den anderen Themen komme ich vielleicht auch mal mit einem Beispiel wieder von mir aus. Als ich vor 3 Jahren angefangen habe mit dem Bereich Aus- und Fortbildung, war mein Credo: bei mir arbeiten nur Dozenten, die mindestens die Fachkraft für Schutz und Sicherheit haben. A, habe ich das sehr lange nicht durchhalten können. B, Bezahlung, du hast es gerade angesprochen. Viele Bildungsträger wollen dieses Geld haben, aber am Ende diese Qualifikation haben, aber am Ende des Tages, selbst wenn sie es zahlen wollen, haben wir sowas wie AZAV, Regulierung, Zertifizierung, die das dann bis zu einem gewissen Maße auch letztendlich limitieren. Ich habe aber relativ schnell dann festgestellt, eben auch aus diesem Personalmangel heraus, dass die Qualifikation nicht immer das eine ist. Ich habe eine Dozentin, die arbeitet in der Schadensregulierung für eine Versicherung und ist absolut fit im Bereich bürgerliches Gesetzbuch. Warum sollte ich die nicht einsetzen? Und dann natürlich nicht im Bereich Umgang mit Menschen, Sicherheitstechnik und Co., aber das ist eine vollkommene Spezialistin fürs BGB. Da werde ich jemanden, der eine Fachkraft, außer er hat da so einen kleinen heimlichen Fetisch, aber da werde ich jemanden, der die Fachkraftausbildung hat, niemals genau in diese Richtung bringen. Ich habe eine Volljuristin dabei, die sagt, alle anderen Themen außer Recht der öffentlichen Sicherheit und Strafverfahrensrecht kannst du mich streichen, aber die ist diejenige, die dort ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir auch ein gewisses Klientel haben, dass ich vor allem bei diesen trockenen Themen nur dadurch motiviert bekomme, am Ball zu bleiben, wenn ich eben wiederum aus der Praxis berichte. Und da hakt dieses gesamte Konstrukt aus meiner Sicht wirklich, und ich persönlich für mich habe keine, außer die charakterliche, persönliche Eignung des jeweiligen Dozenten, keine Lösung gefunden, wie ich für mein Unternehmen dort diesen Weg finde zwischen Qualität, die der Dozent liefern kann, die Aufnahmefähigkeit vielleicht der Teilnehmer an der anderen Stelle, aber eben auch diese Praxisnähe miteinander zu verbinden. Die Qualität, also das ist ja auch wirklich schwierig, weil die Qualität im Bereich der Fortbildung bildet sich ja ab durch den Mehrwert, den dann die Teilnehmenden eben bekommen. So, und da wird es auch schwierig, es wird auch schwierig mit der Messbarkeit. Natürlich kann man über Feedback sprechen und so weiter, aber dann ist die Schulung ja auch schon vorbei und dann weiß man vielleicht, okay, den beauftragt man lieber nicht mehr, weil der da vielleicht auch Blödsinn gemacht hat oder diejenige. Okay, aber grundsätzlich, glaube ich, ist schon viel über Empfehlungen, wird da stattfinden, aber schwierig, das Ganze zu quantifizieren irgendwie. Also zu sagen, insofern verstehe ich das jetzt auch gar nicht als Widerspruch, weil ich dieser Meinung eigentlich auch bin, dass man gerade so die persönliche, die charakterliche Eignung
die sozialen Kompetenzen eben einer Lehrkraft eben, dass die eine ganz große Rolle spielen. Auch natürlich die Fähigkeit, überhaupt Wissen zu vermitteln. Das ist ja auch so eine Sache, das ist auch schwer messbar in irgendeiner Form. Da kann man die Teilnehmenden dann fragen, die werden dann Ja sagen oder Nein. Aber eben vorweg das zu prüfen, und ich bin eben auch kein Riesenanhänger von Qualitätsmanagementsystemen, Zertifizierung in irgendeiner Form, erst recht nicht, wenn Sie zum Beispiel sich nur auf einen Verband beziehen, ja. Ihr könnt ja raten, welchen Verband ich da so meine. Aber letztendlich ist es eben so, da ist der Fokus auch zu eng. Da weiß man, es geht eigentlich im Grunde um Selbstbevorteilung oder es geht um eigene Zwecke, dann geht es um eigene wirtschaftliche Zwecke. Ich finde das viel sympathischer zu sagen, um welchen Zweck geht es eigentlich? Um diese Wissensvermittlung, und die sollte natürlich dann eben, klar, auf einer gewissen Stufe der Kompetenz stattfinden, aber nicht nur Fachkompetenz, sondern eben, ja, vielleicht auch Erfahrung. Und damit meine ich aber nicht praktische Erfahrung. Du hast es ja gerade beschrieben mit der Dozentin, dass auch aus anderen Bereichen durchaus sehr geeignete Lehrkräfte zu gewinnen sind, die eben gar nicht aus dem klassischen Sicherheitsbereich kommen, aber sehr wohl Sicherheitskräften in diesem Fachthema was toll beibringen können. Ja, warum denn auch nicht? Und das funktioniert ja auch. Und da würde ich schon an die Marktregulierung eher glauben. Ich glaube übrigens bei Bildungsträger eher an die Marktregulierung, zumindest wenn sie sich nicht nur der Bildungsgutscheine bedienen, glaube ich eher an die Marktregulierung, als wie im Sicherheitsgewerbe. Ich sehe jetzt die Risiken da nicht so groß, weil ich glaube, wenn jemand schlecht ist, dann wird er eben auch meistens nicht mehr beauftragt. Zumindest mache ich die Erfahrung als Trainer. Aber da kann ich euch sagen, und auch allen anderen, die das hier anhören, ich mache immer wieder die traurige Erfahrung, dass ich mehr von anderen Branchen beauftragt werde oder von Auftraggeberseite beauftragt werde, als wie von der Sicherheitsbranche. Weil ich bin ja selber als Deeskalationstrainer unterwegs, Kommunikationstrainer, Konfliktmanagement mache ich noch, und wir machen auch so Team-Teachings, wo wir dann gewisse Themen miteinander verbinden, so Szenario-Trainings, wo wir sagen, okay, Eigensicherung, vielleicht auch Baustein Selbstverteidigung, Deeskalation, damit man so komplette Szenarios auch abbilden und trainieren kann mit Sicherheitskräften. Und da mache ich die Erfahrung, dass Sicherheitsunternehmen in der Regel ja gar nicht in der Lage sind oder nicht in der Lage sein wollen, das zu bezahlen. Das ist eben einfach. Ja. Auftraggeber sehr wohl. Auftraggeber sehr wohl. Ich würde noch mal ganz kurz gerne was zur IHK sagen, was du gesagt hast, Kai, da bin ich nämlich vollkommen bei dir. Ich glaube, wir brauchen eine öffentliche Stelle, und dann kommt nämlich der Knackpunkt eigentlich, die unabhängig diese Prüfung durchführt. Wo ich wirklich, und das kann ich sagen, auch als Vollversammlungsmitglied der IHK Potsdam, ein riesiges Thema sein wird, wenn es dann irgendwann mal in die Verbändeanhörung reinkommt, ist dieses Thema auf der einen Seite der Wirtschaftlichkeit. Ich glaube, das will sich die IHK nicht nehmen. Ich glaube, das soll sie sich auch nicht nehmen lassen an dieser Stelle als unabhängige Stelle. Was wir uns aber fragen müssen, ist die IHK wirklich eine unabhängige Stelle zu dem heutigen Modul? Wenn ich in den Prüfungsausschüssen diejenigen sitzen habe von den Bildungsakademien, die vorher die Prüflinge ausgebildet haben, wenn ich da die Unternehmer drin sitzen habe, die händeringend dieses Personal brauchen, und da wird es sehr viele geben, und wir erleben gerade in Berlin zumindest einen Trend, wo die IHK Berlin ganz, ganz strenge Regularien ansetzt und wir eine teilweise überdurchschnittliche Durchfallquote haben im Vergleich zum Bundesgebiet. Und das muss man auch erstmal schaffen bei 70%, die wir sonst so haben. Aber ich glaube, in den anderen, wenn man das mitbekommt, und sicherlich nicht wieder alle, und ich will gar nicht den Eindruck einer Pauschalisierung hier haben, aber man kennt den einen oder anderen, und ich glaube, jeder kennt den einen oder anderen Sicherheitsdienstleister und Bildungsträger, der seine Leute durch die Republik schickt, weil er weiß, dass dort eben diejenigen drin sitzen, die am Ende des Tages auch dann wieder in das Marketing hineingehen können, weil sie sagen können, guck mal, bei uns haben wir eine Bestehensquote von 70% statt eine Durchfallquote, weil aber keiner hinterfragt, wer ist eigentlich Prüfer und wer ist die unabhängige Stelle. Und ich glaube, das wird es ganz, ganz massiv zu diskutieren gehen. Klar, die IHK muss auf das Ehrenamt oder ist auf das Ehrenamt angewiesen. Ja. Es darf aber
kein, in diesem Maße aus meiner Sicht zumindest, haben wir da momentan einen massiven Interessenskonflikt, den es aufzulösen gilt. Und da ist die Frage, und ich habe keine Lösung dafür, wie es diesen Interessenskonflikt aufzulösen gilt. Im Grunde genommen, der einzige Hebel ist DIHK, der dort natürlich Dinge vorgeben kann und auch das teilweise tut. Und ich finde, man tut gut daran, die Sachkundeprüfung, natürlich kann man die Sachkundeprüfung eben nicht ins Berufsbildungsgesetz schreiben, weil es keine Berufsprüfung ist, aber wenn ich mal das Berufsbildungsgesetz nehme und die Fachkraft für Schutz und Sicherheit Prüfung nehme, dann muss man sagen, ist der Vorteil dieser Prüfung eben, es ist eine bundeseinheitliche Berufsprüfung. So, das heißt, da gibt es dann auch eine gewisse Satzung, es gibt eine Prüfungsordnung. Jetzt muss man ja wissen, für die Sachkundeprüfung schreibt sich jede IHK die eigene Prüfungsordnung. Ne? Das ist teilweise auch mit den Gebühren sehr unterschiedlich. Bis hin dazu, das hatte ich ja schon angedeutet, dass dann der Sachbearbeiter oder der Ressortleiter dann eben vielleicht im schlimmsten Fall auch willkürlich sich entscheidet für den einen oder anderen Prüfer oder Prüfungsausschuss. Da kann ich nur sagen, wir in Bielefeld haben eine gute Erfahrung damit gemacht, dass wir das untereinander, also dass wir selber Regularien eingeführt haben, weil wir gesagt haben, wir wollen gar nicht in diese Schwierigkeiten kommen, dass zum Beispiel in einem Prüfungsausschuss nur das Sicherheitsgewerbe vertreten ist. Da macht man sich auch angreifbar. Ne? Also, und da haben wir vor 15 Jahren, haben wir gesagt, okay, es gibt mehrere Regeln, die wir uns wünschen als Prüfer. Zum Beispiel die Regel, dass wir gar nicht wissen, aus welchem Unternehmen kommt der Prüfling. Wollen wir nicht wissen. Interessiert uns nicht. Oder dass wir uns selber verpflichten zu sagen, wenn jemand in den Raum reinkommt, den man irgendwo erkennt, also sei es aus dem eigenen Betrieb, dass man das natürlich sagt und dass man nicht das Prüfungsgespräch führt. Und dass man eben nicht mit mehreren aus einem Unternehmen, und damit meine ich sowohl die Bildungsträger, die erst recht, als auch die Sicherheitsunternehmen, natürlich, dass es nicht sein darf, dass ein Prüfungsausschuss aus einem Unternehmen besteht. Derjenige bei der IHK, der sowas zulässt, der sollte sich selber in Frage stellen. Das wäre mein dringender Hinweis, weil man sich da ja fragen muss, wohin geht da die Reise. Also, aber trotzdem ändert das nichts an dem, was ich eben gesagt habe. Also meiner Meinung nach muss es diese zentrale Stelle geben und dann muss man sich darum kümmern, dass das auch vernünftig gemacht wird. Also um das mal einfach zu formulieren. Dann muss man sich darum kümmern zu sagen, okay, vielleicht kann man diese Satzung angleichen und vielleicht kann man da auch Regularien einbauen, dass man da so eine Prüfung eben auch vernünftig durchführt und nicht möglichst wenig angreifbar durchführt, weil wir alle haben schon Dinge gehört von Prüfungen, ich natürlich auch, also dauernd, das ist ganz, ganz fürchterlich. Ja. Und da haben wir zum Beispiel in Bielefeld, vielleicht als Beispiel auch genannt, haben wir eine bunte Mischung, wir haben meistens jemanden von der Polizeibehörde, dann haben wir oftmals auch, wir haben auch Rechtsanwälte, wir haben auch einen angehenden Richter dabei, also wir haben Juristen, Polizeivollzugsbeamte, Sicherheitsbranche, wir haben aber eigentlich das Übergewicht eigentlich von Vertretern aus der öffentlichen Hand. Also das hat sich so eingebürgert irgendwo. Wir wollen natürlich, dass das Übergewicht auch nicht zu groß wird, weil es müssen weiterhin Vertreter des, ich sag mal, des Gewerbes auch dabei sein. Na klar, Praktiker aus den Unternehmen oder meinetwegen auch von den Bildungsträgern. Aber wichtig ist eben, die Prüfungsausschüsse dann auch wirklich zu mischen, ja, und sich gegenseitig zu überwachen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das muss reguliert werden. Zum Abschluss vielleicht würde ich jeden von euch bitten, wir haben ja jetzt sehr lange drüber gesprochen und auch teilweise in einer sehr, sehr starken Tiefe. Vielleicht kann jeder für sich nochmal so eine Handvoll Punkte aufzählen, die er als besonders wichtig zur Berücksichtigung im neuen Sicherheitsgewerbegesetz sieht. Florian, willst du starten? Oder? Ja, gerne, aber ich kann starten. Ich will es kurz machen, weil ich kann mich eigentlich nur wiederholen. Dann. Also für mich persönlich ist tatsächlich Frage der Qualifizierung ganz wichtig. Ja, zum einen. Dann, was wir besprochen hatten, die Frage der Überprüfung der Personen, also der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und der Unternehmen. Also wie, das wäre, ihr wisst ja, ich bin ja in der Fachhochschule, ich unterrichte ja schließlich auch Polizeibeamte oder Polizeianwärterinnen, habe auch mit dem LKA zu tun und mit dem Verfassungsschutz oder mit Polizeigewerkschaften, rede auch über das Thema. Und ich würde da mein Augenmerk drauf werfen wollen,
dass in diesem Bereich ja ein bisschen mehr darüber diskutiert wird, ein bisschen mehr darüber nachgedacht wird, wie man das Gewerbe in den Grenzen, die vorgesehen sind, ne, ohne eben zum Beispiel die Gewerbefreiheit einzuschränken, grundsätzlich da besser kontrollieren kann. So, vielleicht so ein bisschen mehr so, ich glaube, wenn das Interesse, das ist ja natürlich auch das politisches Projekt, ne, ein größeres Interesse am Sicherheitsgewerbe, ein besseres Verständnis ist natürlich die Voraussetzung auch dafür. Könnte die aber genauso wieder produzieren. Ja? Also da muss sich vielleicht etwas grundsätzlich verändern. Also kurz gesagt, für mich persönlich auch als Lehrenden, die Ausbildung der Leute, die in dem Gewerbe arbeiten wollen, und zwar so ganz gar nicht so im, ne, Sinne von, ich will da jetzt Schranken einziehen, damit da bloß keiner mehr anfängt, sondern wie Kai es auch gesagt hat, also die Leute brauchen auch die richtigen Ausbilder, sage ich mal, ne, um dafür auch vernünftig ausgebildet zu werden, damit die auch wissen, was von ihnen erwartet wird. Das ist wichtig. Und wie gesagt, die Kontrolle der Unternehmen ist wichtig. Ja, und das ist aber, das ist auch nochmal der Punkt, so, man kann sich sowas irgendwie auch in so ein Gesetz reinschreiben, irgendwie gut formulieren. Was anderes ist dann immer noch die Praxis, ne, was daraus folgt, was wird konkret eigentlich getan. So, und das hat viel mehr mit Ressourceneinsatz zu tun, als mit irgendwelchen Sätzen, die im Gesetz drinstehen. Hm. Also da muss ich in der Praxis ein anderes Bewusstsein, ein anderes Verständnis eigentlich etablieren. Und das kann man auch nicht durch dieses Gesetz erzwingen, aber es könnte dazu beitragen, dass man langfristig damit anders umgeht. Ich meine, das haben wir jetzt heute Abend nicht gemacht, dafür ist jetzt auch keine Zeit mehr. Man müsste sich eigentlich angucken, wie das in anderen Ländern läuft, wo es schon sehr viel länger solche Gesetze gibt. Auch. Hm. Ja. Kai, was sind deine wichtigen Punkte? Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Also vielleicht möchte ich mit etwas Ungewöhnlichem anfangen. Also ich glaube, was sich wirklich grundsätzlich ändern muss, und da nochmal der Hinweis eben auf die vielen Akteure, der Staat, der Markt, also die Auftraggeber, die Auftragnehmer, die Unternehmer selbst, bis hin zu den Menschen, die eben diese Sicherheitstätigkeiten machen. All diese Beteiligten brauchen einfach ein verändertes Mindset. Das ist sehr, sehr wichtig. Und die Branche selber braucht ein anderes Marketing, also wenn es überhaupt vorhanden ist, oder eine andere Marktstrategie. Aber zurück zum Sicherheitsgewerbegesetz. Sicherheitsgewerbegesetz, also diese Spielregeln, die der Staat neu machen sollte und die man auch als Chance für positive Veränderungen sehen sollte, sollten mehrere Elemente beinhalten. Einmal, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, also eine klare Definition auch, was ist eine Bewachungstätigkeit, wer fällt unter dieses Gewerbe, was ist eine gewerbsmäßige Bewachung von Leib, Leben, Sachen, damit man dort auch weniger Schlupflöcher schafft. Die Einstiegshürden für Unternehmer, also dass man hier zumindest für Unternehmer so ähnlich ein bisschen parallel auch zu manchen Handwerksbetrieben, die man kennt, ich will jetzt nicht gleich mit der Meisterpflicht anfangen, aber dass man hier als Einstiegshürde zumindest Berufsprüfungen irgendwo auflegt und sagt, okay, hier reicht die Sachkundeprüfung alleine nicht aus. Und wenn wir über Qualifikation sprechen, eben eine Mindestqualifikation, eine belastbare Mindestqualifikation, auch eine nachvollziehbare Mindestqualifikation für alle Sicherheitskräfte, egal in welchem Tätigkeitsbereich, die auch mit einer Schulungspflicht einhergehen sollte. Also vorhin genannt als Beispiel oder als Vorschlag, dass man sagt, 80 Stunden, eine 80-stündige Schulung und dann eben das Ablegen, das Absolvieren, das Bestehen einer Sachkundeprüfung, ähnlich der Sachkundeprüfung, die wir heute haben, aber auch ein anderes Modell der Sachkundeprüfung, auch vielleicht nicht mehr mit 15 Minuten Prüfungszeit, mündliche Prüfungszeit, sondern 30 Minuten mit veränderten Schwerpunkten, mit Schwerpunkten, die auch zeitgerechter sind und die eben auch mehr den Anforderungen der Sicherheitskräften entsprechen, also die Probleme, die wir sehen da draußen. Und darauf folgend dann eben auch eine Fortbildungspflicht, das heißt eine jährliche Schulungspflicht. Ob das dann am Ende ein Tag pro Jahr sind oder zwei Tage, spielt gar keine Rolle. Wichtig ist, dass es so eine Schulungspflicht geben sollte. Über sowas sollte man auf jeden Fall nachdenken. Und dann natürlich die Klassifizierung von Tätigkeitsbereichen, die
höherwertig sind, also die mit höheren Sicherheitsrisiken einhergehen. Objektschutzaufgaben können auch Werkschutzaufgaben sein, gewerbliche Werkschutzaufgaben, Veranstaltungsschutzaufgaben in jedem Fall, der öffentliche Personenverkehr auf jeden Fall, auch der Schutz von Flüchtlingsunterkünften gehört dazu zwingend, wo man dann einfach sagen muss, dann müssen die Zugangsvoraussetzungen andere sein als wie die für alle anderen Sicherheitskräfte. Hier muss man dann eben sich der Berufsprüfung oder der Quereinstiegsprüfung oder was auch immer bedienen und sagen, okay, wir regeln das so, dass dort auch eben wirklich qualifizierte Kräfte sitzen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, bis hin zu einer aktiveren Überwachung des Gewerbes. Das finden wir dann wahrscheinlich nicht im Sicherheitsgewerbegesetz, aber irgendwo müssen Behörden natürlich auch sich dieser Verantwortung stellen. Und dieser Verantwortung haben sich die Behörden in den letzten Jahrzehnten eben so gut wie gar nicht gestellt. Natürlich hat das mit Ressourcen zu tun, dafür gibt es immer gute Gründe. Die sind meistens eher politisch bedingt, das ist auch klar. Aber dennoch muss man sagen, natürlich, wenn man Spielregeln auflegt, dann muss man auch dafür sorgen, dass sie eingehalten werden. Da wünsche ich mir wirklich, dass es in irgendeiner Form damit in dem Zusammenhang eben auch die Pflicht für die Behörden gibt oder die Aufgabe für die Behörden gibt, zu sagen, okay, wer überwacht dieses Gewerbe? Vielleicht auch nicht nur die Ordnungsbehörden, sondern eben auch andere Behörden. Ja, also wir hatten ja vorhin ganz kurz gesprochen darüber, dass durchaus auch Polizeibehörden schon mit involviert sind in einzelnen Kommunen, in einzelnen Städten, in diese Gewerbeüberwachung. Und das ist natürlich auch eine Hoffnung, die damit einhergeht in irgendeiner Form. Ja, und wenn wir schon über Behörden sprechen und über Entbürokratisierung, würde ich mir zwingend wünschen, dass man wirklich dann den vernünftigen Weg geht, wieder zu zentralisieren, wirklich zu entbürokratisieren und zu sagen, okay, das, was wir bei der letzten Novellierung falsch gemacht haben, nämlich diese völlige Zersplitterung der Zuverlässigkeitsüberprüfung, dass also wirklich jedes, ich sag's mal ganz salopp, aber jedes Dorfordnungsamt, wo sowieso nur einer sitzt, der irgendwie die Marktstände überwacht, wo der jetzt auch noch für das Bewachungsgewerbe mit zuständig ist, also dem kann man einfach nicht gerecht werden. 2.500 Ämter, das ist einfach so unrealistisch. Das muss man zentralisieren, weil das, was wir heute haben, verursacht einfach nur Kosten und leider eben auch Willkür. Das muss man sagen, auch Willkür, da könnte ich viele Beispiele für nennen. Aber da würde ich mir diese Entbürokratisierung wünschen, dass man sagt, okay, wir machen das rückgängig und machen dann die Ordnungsbehörden wieder zuständig, die am Standort des Unternehmens sitzen und die dann eben alle Mitarbeitenden dieses Unternehmens kennen. Das macht einfach Sinn. Also das klingt nicht nur logisch, das ist auch wirklich logisch. Und das würde ich mir auch an der Stelle wünschen. Ja, über die Gleichbehandlung von Inhouse Security haben wir gesprochen. Da bin ich jetzt kein vehementer Kämpfer dafür, aber ich denke, auch darüber sollte man nachdenken, einfach aufgrund der Anforderungen an diese Menschen. Und dann letztendlich natürlich auch das Bewacherregister, was es weiterhin geben wird, nicht nur zu optimieren, dass es digital gut funktioniert, sondern auch wirklich auch nutzbar zu machen für die Menschen, die eben das Gewerbe auch dann da draußen auf der Straße überwachen. Ja, und ein bisschen dazu, Gewerbeuntersagungen aktiv zu nutzen. Nicht all das kann man in ein Sicherheitsgewerbegesetz schreiben, aber all das muss irgendwo mitgedacht werden. Also wenn man denn da etwas hineinschreibt, und man wird natürlich den Paragraph 34a nehmen und die Bewachungsverordnung nehmen und dann wird man sagen, ja, das müssen wir jetzt zu einem neuen Gesetz machen. Aber im Wesentlichen wird das natürlich drinstehen, was wir heute da finden. Und ich finde, dann muss man eben auch vieles noch dazu denken, bis hin dazu, dass man dann vielleicht auch überlegt, wie kann man das, was wir vorhin besprochen haben, was man eben nicht wirklich regeln kann, Vergaberecht ist, das ist ein anderes Rechtsgebiet. Man muss durchaus überlegen, wie kann man dann damit umgehen. Und wenn man die Anforderungen hochsetzt, und das ist ja eine der guten Erfahrungen der Sachkundeprüfung, das muss ich an dieser Stelle einfach nochmal sagen. Die gute Erfahrung ist, man hat die Sachkundeprüfung eingeführt. Natürlich hat sie auch nicht jeder hat sich gleich dran gehalten an diese neue Regel. Aber insgesamt wurde das Niveau des Gewerbes sehr wohl angehoben, weil es eben diejenigen gab, die das dankbar angenommen haben, nämlich die Qualität abbilden wollen, die wirklich seriöse Vertreter, professionelle Vertreter des Sicherheitsgewerbes sein wollen, die gesagt haben, prima, jetzt gibt es etwas, wo wir auch unseren Auftraggebern gegenüber klar machen können, guck mal hier, unsere Leute haben diese Qualifikation. Und da sind wir dann eben auch schnell bei den Unternehmen selbst, die eben erkennen müssen, für sich selbst, für ihren eigenen Markt, dass es viel sinnvoller ist,
Ich habe ja gerne mal über blaue und rote Ozeane gesprochen, aber die erkennen müssen, dass es eben viel sinnvoller ist, vielleicht auch diesen qualitativen Markt für sich neu zu definieren, neu zu entdecken und sich möglichst auch Kunden zu suchen, die das zu würdigen wissen und die das auch bezahlen wollen und eben zu erkennen, besser und teurer werden kann sehr wohl eine gute Grundbedingung sein, die Jobs dann auch attraktiver zu machen, nämlich die Lohn- und Arbeitsbedingungen zwingend zu verbessern, damit man eben auch andere Menschen bekommt, andere Menschen, wie wir sie heute oftmals haben, dass wir eben nicht sagen können, wir haben 10% Qualifizierte in diesem Gewerbe, sondern wir können dann vielleicht irgendwann sagen, wir haben zumindest ein Drittel Berufsqualifizierte oder auch studierte Menschen, die dann eben mit einem gewissen Know-how an die Sachen rangehen. Ja. Den letzten beißen die Hunde, deshalb versuche ich es mal relativ kurz zu machen. Ich kann euch im Wesentlichen zustimmen und würde jetzt mal so ein paar Punkte nochmal betonen, wo ich von abweichen würde auf der einen Seite oder die mir besonders wichtig sind. Ich glaube, was wir nicht tun dürfen, ist, dass die neue Regularien, bleiben wir beim Begriff Sicherheitsgewerbegesetz, in einen luftleeren Raum hineinzustellen. Ich glaube, wir brauchen als allererstes eine gesellschaftliche Diskussion, und das ist ein Thema, was unglaublich schwierig aus meiner Sicht heraus ist, aber wir können nicht auf der einen Seite sagen, wir haben den faulen Wachmann an der einen Stelle, der ein Image repräsentiert, den wahrscheinlich ein Großteil der Bevölkerung vor Augen hat. Und wir haben auf der anderen Seite, wenn wir zu Problemen kommen, immer die Superhelden der Sicherheitsbranche, die Weihnachtsmärkte vor Terroranschlägen, Botschaften vor fremden Nachrichtendiensten schützen können oder den polizeilichen Objektschutz ersetzen können. Also diese Divergenz müssen wir uns als Gesellschaft uns ganz klar machen, was ist uns Sicherheit wert. Und das ist, glaube ich, fließt dann am Ende des Tages auch ganz stark darauf hinein, was uns das wert ist, auch im Sinne einer monetären Bezahlung zu all dem, was Kai im Vorfeld auch am Ende des Tages gesagt hat. Ein Sicherheitsmitarbeiter, oder anders formuliert, wenn ein Sicherheitsmitarbeiter heute weniger kostet als, also ich formuliere es mal ganz vorsichtig, ein Mensch, der aktiv fremdes Leben schützen soll, weniger Geld kostet als ein Hausmeister, als eine Reinigungskraft. Und das will ich jetzt gar nicht diskreditieren an dieser Stelle, so soll ich gar nicht verstanden werden. Aber wir haben dort eine Obhutspflicht im Sinne eines der höchsten oder das höchste Rechtsgut, was wir dort haben. Und das ist dem Kunden weniger wert, als im Zweifelsfall darauf zu achten, wie sauber die Toiletten sind. Und wie gesagt, ich möchte gar nicht falsch verstanden, aber ich kann momentan, vielleicht auch zu dieser späten Stunde, kein anderes Bild an dieser Stelle malen. Aber ich hoffe, ich kann transportieren das, was ich nachher möchte. Dann läuft in unserer Gesellschaft was schief. Oder es läuft genau richtig, weil wir sagen, wir haben dieses Sicherheitsbedürfnis in Deutschland nicht. Und das ist genau der Preis, den der Markt dafür zahlen möchte. Davon abgeleitet, vielleicht auch wirklich ein bisschen im Gegensatz zu Kai, würde ich unter dem Argument zu schauen, wo kommen wir her und wo bewegen wir uns im Rahmen dieser Branche, tatsächlich aus meiner persönlichen Sicht für eine Meisterpflicht plädieren oder einem höheren Abschluss. Auch dort einfach die Vergleiche zu ziehen, dass wir schauen, wenn wir in den Handwerksberufen in bestimmten Bereichen eine Meisterpflicht haben, wo wir dann auch wieder darüber reden, was ist denn das Risiko, was ein Orgelbauer am Ende des Tages für die Gesellschaft vielleicht trägt, dann müssen wir uns die Frage auch hier wieder stellen, abgeleitet von der Frage der Sicherheit, was verlangen wir eigentlich an Qualifikation im Sinne derjenigen, die am Ende des Tages Eigentum und Leben von Dritten beschützen sollen. Meine Forderung basiert auch darauf, dass ich glaube, dass wir damit ganz viele schwarze Schafe in Anführungsstrichen aus dieser Branche entfernen können. Weil eine Meisterqualifikation oder ein vergleichbares Studium oder andere höherwertige Qualifikationen nachzuweisen, das bedeutet, dass ich mich aktiv dafür stark machen muss, dass ich aktiv an einer Schulungsmaßnahme oder einer Weiterqualifizierung an einem Studium mich beteiligen muss, dass ich da wirklich reinbuttern muss, in Anführungsstrichen. Das heißt, das wird nicht jemand am Ende des Tages sein oder es wird zumindest eine weitere Hürde setzen für jemanden, der das schnelle Geld zu verdienen sieht an der Stelle
und sich eben dann sagt, ich setze mich heute in eine Sachkundeprüfung, die tatsächlich heute keine Raketenwissenschaft ist. Und wenn ich dort aus bestimmten, vielleicht auch kriminellen Milieus mir den richtigen Teilnehmer raussuche, dann wird der mit einer sehr, 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 sehr hohen Wahrscheinlichkeit diese Prüfung bestehen. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das hinsichtlich der Motivation und dem, was ich auch hineinbringen muss, am Ende des Tages in anderen oder in höheren Weiterbildung, Qualifizierung tatsächlich dann auch nochmal aussieben würde. Ich bleibe dabei, auch wenn ich in früheren Aussagen immer gesagt habe, wir brauchen keine Einstiegsqualifikation, sondern wir müssen wie in anderen Bereichen eine Berufsqualifikation voransetzen. Ich bleibe, habe da in den vergangenen 2 Jahren meine Meinung geändert, weil ich glaube, wir brauchen die Einstiegsqualifikation. Wir werden immer Berufe und Bereiche haben, Einsatztätigkeiten haben, wo wir jemanden haben, der 12 Stunden vor einer Notausgangstür steht. Im Zweifelsfall steht dahinter noch jemand 12 Stunden an der zweiten Notausgangstür. Da kann ich niemanden hinstellen, der eine Berufsqualifikation hat, sonst haut mir der irgendwann ab, weil ich ihn nicht motivieren kann und er auch selber dafür sagt, dafür hat er am Ende des Tages diese Berufsausbildung nicht gemacht. Ich glaube, und da würde ich sagen, müssen wir gar nicht dieses Rad neu erfinden, sondern Florian hat es vorhin angesprochen, wir müssen uns, glaube ich, im europäischen Raum angucken, auch wenn wir, was Berufsausbildung und vielleicht auch Einstiegsqualifikation im europäischen Bereich sehr weit vorne sind. Aber ich glaube, wir können uns Mechanismen abschauen. Ich habe vorhin das italienische Bewachungsrecht angeschaut oder angesprochen, wo es um die Risikoanalyse geht, wofür ich ganz klar bin. Wir haben einen freien Markt, der darf etwas weniger reguliert sein als wirklich die Bereiche, wo ich eben über Flüchtlingsheime, Großveranstaltungen, wobei in Klammern, da sollte man vielleicht dann auch mal eine Definition für Großveranstaltungen finden, öffentlicher Nahverkehr, vielleicht auch sogar Citystreifen oder ähnliches, also überall da, wo ich mit Dritten in Kontakt trete und die beschützen und bewachen soll. Vielleicht auch bestimmte Werte, Geld- und Werttransport haben wir heute überhaupt noch gar nicht drüber gesprochen, aber auch dort dann vielleicht auf Basis dieser einer Risikobewertung. Was wir aber dafür brauchen, zwingend dafür brauchen, ist ein Mechanismus für neue Bereiche. Und da will ich nur mal ganz kurz das Thema Corona-Pandemie ansprechen. Wenn ich plötzlich ein Unternehmen wie Pfizer habe, das von heute auf morgen relevant ist für die kritische Infrastruktur und vielleicht noch nicht als diese deklariert ist, dann brauchen wir Bewertungsmechanismen, dass solche Unternehmen dann ganz schnell eben auch in diesen zweiten Risikobereich hineintreten, damit wir eben dort nicht schon wieder Grauzonen, Graubereiche schaffen, die andere dafür ausnutzen können. Aus dem skandinavischen Bereich heraus, ich glaube, Schweden macht das, bin ich genauso wie Kai für diese Wiederholungsprüfung. Ich persönlich habe meine Sachkundeprüfung 2009 abgelegt. Das heißt, ich musste seitdem, wenn ich mich nicht selber dafür interessiert hätte oder andere Qualifikationen abgeschlossen habe, hätte ich mich auf dem Stand der Technik nicht weiterentwickelt. Und das würde für jemanden bedeuten, der in der Pforte sitzt und den Knopf der Schranke rauf und runter drückt und morgen dann plötzlich im ÖPNV oder in Bereichen ist, wo er dann plötzlich das Jedermannrecht anwenden oder die Ausnahmerechte anwenden soll und dann nach 10 Jahren nicht mehr da den aktuellen Stand hat oder trainiert ist. Das bringt an dieser Stelle überhaupt nicht. Ich würde tatsächlich auch den Maßstab ein bisschen höher ansetzen, aber das ist nachher dann eine Diskussionssache. Ich glaube, in den skandinavischen Ländern wäre das tatsächlich nochmal eine ganze Woche Schulung, aber wenigstens die wichtigsten Punkte an dieser Stelle zu wiederholen und regelmäßig, vielleicht sogar auch in einer Prüfung, die die Fortführung des Berufes oder der Ausübung des Berufes dann auch legitimiert. Vorletzter Punkt für mich zumindest ist, auch das hat Kai schon angesprochen, aber ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ist die Kompetenz beim Auftraggeber zu schaffen. Wenn ich heute in Schulungen sitze, in Weiterbildung sitze, dann gibt es auch öffentliche Auftraggeber, die DIN 77200 kennen, aber vielleicht die Version von 2008 und nicht mitbekommen haben, dass wir dazwischen mindestens 2 andere Normen oder Normentwürfe hatten und den aktuellen Stand der Technik überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Die vielleicht auch gar nicht wissen, dass es mehr als die Unterrichtung und die Sachkundeprüfung gibt. Das verlangt aber auch
ganz dringend, ganz, ganz stark aus meiner Sicht auch eine Kompetenz bei denjenigen Schnittstellen, wie zum Beispiel den Jobcentern. Wenn dort AZAV-Maßnahmen zertifiziert werden, die sich Servicekraft für Schutz und Sicherheit nennen, und dann gucke ich mir rein und das ist am Ende des Tages die Sachkundeprüfung mit einem Führerschein, dann habe ich dort einen absoluten Widerspruch, weil das eine ist eine Berufsausbildung und das andere ist eine Einstiegsqualifikation. Aber auch da ist es, glaube ich, ähnlich zu meinen Vorrednern, das werden wir über das Sicherheitsgewerbegesetz nicht bekommen. Da brauchen wir, da schließt sich der Bogen so ein bisschen in die gesellschaftliche Diskussion, was ist es uns denn am Ende des Tages eigentlich wert? Und zum Schluss, und das haben alle gesagt und deshalb nur kurz angedeutet, weil ich glaube, dass es immens wichtig ist, Ressourcen für die Kontrollen. Und da ist es mir am Ende des Tages eigentlich egal, ob das eine Polizeibehörde ist, eine Gewerbeaufsicht oder jemand anderes. Diese Stelle braucht die Kompetenz, sie braucht die Ressourcen, sie braucht vielleicht auch Quoten in irgendeiner Art und Weise, auch ein gewisses Selbstverständnis davon, dass sie hier einen wichtigen Auftrag hat, um die dritte Säule, die vierte Säule der inneren Sicherheit zu schützen. Und von daher ist das immens wichtig und das kostet am Ende des Tages Geld und genauso viel Geld wie am Ende des Tages, glaube ich, auch die Qualitätssteigerung in dieser Branche. Als Abbinder vielleicht, was wir ja gemacht haben, wir haben drei Meinungen heute und ich glaube drei Meinungen, die aus drei unterschiedlichen Bereichen kommen. Wir haben den wissenschaftlichen Bereich aus der Hochschullehre, wir haben mit Kai jemanden, der eine enorm hohe Kompetenz in der Aus- und Fortbildung und als Unternehmer mitbringt, ja, und meine Wenigkeit vielleicht mit einer großen Klappe und einem sehr lauten Organ, der dann versucht, da für anderen Stellen Einfluss zu nehmen, zumindestens, aber glaube ich, das eine oder andere zu den Entwicklungen auch mitgeben kann. Das sind natürlich alles letztendlich Denkanstöße, die wir hier haben. Das ist persönliche, subjektive Einstellungen, was uns, glaube ich, natürlich allesamt interessieren würde. Wie ist es euer Feedback an dieser Stelle? Was sagt ihr dazu? Gibt es Punkte, die wir heute Abend vergessen haben, die wir nicht betont haben, die wir nicht berücksichtigt haben, die wir vielleicht auch zu kurz behandelt haben? Von daher freuen wir uns in welcher Form auch immer, am liebsten natürlich in die Kommentare oder direkt und persönlich über euer Feedback. Und ansonsten bleibt mir nicht viel mehr, als euch zu danken für eure Aufmerksamkeit, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Und wir freuen uns auf eure Rückmeldung und wünschen euch bis dahin alles Gute. Alles Gute. Tschüss.